In der Welt von Arcadia ist das Zeitalter der Erforschung fremder Welten angebrochen. Kühne Abenteurer hissen ihre Segel, um in den grenzenlosen Himmelsgefilden nach unzähligen Schätzen zu suchen. Und dort, wo es Schätze gibt, gibt es natürlich auch Luftpiraten. Ja! Und damit beginnt das wohl geilste Spiel der Welt. Und ich let's play es jetzt. Skies of Arcadia Legends. Mein Lieblingsspiel seit 12 Jahren um den Dreh. Ja, so 2003 um den Dreh. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Und jetzt beginnt es endlich. Ich freue mich total, euch das zu zeigen. Es ist so genial. Ich erinnere mich auch noch an so viele tolle Dinge, die ich euch im Laufe des Let's Plays auch bestimmt erzählen werde. Oh, ich weiß noch damals. Ich weiß gar nicht, ob ihr sowas kennt. Aber damals hatten wir noch so Videotheken, wo man Spiele ausleihen konnte für 2 Euro am Tag. Da hat mein Onkel das immer ausgeliehen. Oh, ich weiß noch, wo er das erste Mal ausgeliehen hatte, das Spiel. Wir haben das bis zur Nacht hin gespielt und ich war 10 oder so. Ne? Unfassbar. So viele Erinnerungen mit diesem Spiel. Es macht einfach immer gute Laune. Und jetzt kommt das Intro. Da labe ich jetzt ein bisschen rüber. Es tut mir leid. Aber da kommt eh Text, den ich gleich vorlesen muss. Von daher ist das schon in Ordnung. Ja, wie ihr gesehen habt, hier gibt es fliegende Schiffe. Das Spiel erinnert mich, seitdem ich jetzt sehr aktiv immer One Piece gesehen habe, später dann. Immer mehr an One Piece. Ich weiß nicht. Irgendeiner hat sich da definitiv Inspiration geholt. Gehe ich zumindest stark von aus. Das werden wir noch im Laufe des Let's Plays sehen, dass einige Charaktere doch sehr große Ähnlichkeiten und vor allem auch charakterliche Ähnlichkeiten mit vielen One Piece Charakteren haben. Und da ist Alfonso, der Schnösel. Da ist sie endlich. Admiral Alfonso, Ihr Schiff ist in Reichweite unserer Kanonen. Hervorragend! Feuern Sie auf meinen Befehl Erschütterungsgranaten ab. Aber vermeiden Sie es, Ihr Schiff direkt zu treffen. Wir brauchen Sie lebendig, um Sie zu befragen. Feuer! Wie gemein, so ein riesiges Schiff. Auch so ganz kleines Mädchen mit ihren mini-kleinen Schiffchen. Gemein. Hört auf damit. Leicht unfair. Aber anscheinend lebt sie ja noch. Sie wollen sie ja lebend haben. Von daher ist ja alles in Ordnung. Sie töten sie ja nicht. Obwohl sie hätte runterfallen können bei den Erschütterungen. Und dann, ne? Dann wäre sie bis zum Boden, wenn es einen Boden gibt, gefallen. Und das wäre wahrscheinlich sehr, sehr tief gewesen.
Eure Exzellenz, das Mädchen ist bewusstlos, aber sie ist nicht verletzt. Sie wurde an Bord unseres Schiffes gebracht. Ja. Die Kaiserin wird sehr zufrieden mit mir sein. Ich werde sicher belohnt. Nicht zu knapp, denke ich. Was? Woher kam das? Es hörte sich an wie eine Explosion. Ein Lagebericht? Der untere Rumpf wird getroffen. Jemand greift uns an! Hä? Ihr greift uns an? Wer würde es wagen, ein Schiff der kaiserlichen Armada anzugreifen? Da ist ein kleines Schiff, das sich in den Wolken auf Backbordseite versteckt. Diese Flagge. Luftpiraten! Da sind wir! Endlich! Oh, ich liebe diese Musik. Aber die Kampfmusik gleich ist noch viel geiler. Das ist mutig, hätte ihn nicht gemacht. Luftpiratengesindel, wisst ihr nicht, dass wir Soldaten der kaiserlichen Armada von Valyria sind? Natürlich weiß ich das. Deshalb haben wir euer Schiff angegriffen. Ihr Typen habt das beste Zeug. Hey, ich bin Wise von den Blue Rooks. Und in ein paar Minuten werde ich euch allen eure Wertsachen entledigen. Ihr greift uns ganz allein an, dann seid ihr entweder unheimlich mutig oder unheimlich dumm. Wir werfen euch über Bord. Warte auf mich. Wise, du bist einfach ohne mich weg. Ich lasse nicht zu, dass du auf den ganzen Spaß für dich hast. Oder so ähnlich, was auch immer sie gerade gesagt hat. Oh, hallo. Ich bin Alka. Ich bin auch eine Blue Rook, wie Wise. Und wir sind dabei, euch auszurauben. Ihr habt die Dreistigkeit, euch über das Valyria Empire lustig zu machen. Tötet sie und werft ihre Leichen über Bord. Oh, die Kampfmusik, die Kampfmusik. Ich liebe sie. Oh, sie ist so toll. Ja, das Ganze läuft rundenbasiert, aber das ist relativ, ja, klassisch. Klassisch natürlich, wollte ich sagen. Als RPG, also es ist jetzt nicht irgendwie mit Live-Angriffen und Action-Battle-System oder so etwas. Hat aber seine Besonderheiten. Definitiv, es ist nicht einfach nur rundenbasiert. Denn es gibt auch sogenannte Spirit Points. Damit kann man dann seine Spezialfähigkeiten machen. Das kann ich euch gleich eventuell mal zeigen, schon im Part. Das ist die obere Leiste, die ihr da oben seht. 4 von 8. Denn unseren Superzug können wir nur damit machen. Und wir können die aber auch aufladen lassen. Dann werden wir aber eine Runde nichts machen können. Dann gibt es noch Magie. Dafür werden dann Magiepunkte abgezogen. Also es gibt Magiepunkte und extra Superzugpunkte gibt es einzeln. Und der Rest ist relativ selbsterklärend, ne? Objekte, Schutz, Angriff, Superzug, Magie und Fokus halt eben, um die obere Leiste aufzufüllen. Davon kriegen wir immer mehr. Irgendwann haben wir 30, 40 und manche Spezialangriffe brauchen auch wirklich 30 bis 40 Punkte, um ausgeführt zu werden. Da haben wir aber momentan noch nicht genug von. Und vor allem auch pro Mitglied kriegen wir halt extra Spirit Points. Die rechnen sich halt pro Mitglied zusammen. Daher ist es momentan noch nicht ganz so interessant. Und das war unser erster Kampf. Ich bin zufrieden. Ist ja auch nicht gerade der schwerste Kampf gewesen. Und eventuell habt ihr es ja gerade schon gesehen. Ich finde, Aika erinnert dann doch stark vom Aussehen aus schon so ein bisschen an Nami von One Piece. Bis auf die Zöpfe halt eben. Aber so vom Gesichts... Vom Blick her und, ja, das habe ich einen Text vergessen zu lesen. Es tut mir leid. Dummköpfe! Was glaubt ihr beiden wohl gegen uns 5 ausrichten zu können? Holt sie euch! Kabumm! Wie brutal. Ich glaube, du hast dich verzählt. Ich sehe nur 4 von euch. Dad! Wir kümmern uns um die Typen. Schlagt euch zur Brücke durch und stellt die Motoren ab. Und vergiss nicht, hier draußen heißt das Captain, nicht Dad. Verstanden? Okay, okay. Aye, aye, Captain. Hey, Aika, sollen wir uns mal dem Captain dieses Schiffs vorstellen?
Wann immer du willst. Gut, lass uns die Brücke suchen. Let's go! Let's go! Oh, sieht so toll, sieht so toll. Zum Glück ist es nicht so viel zu lesen ganz am Anfang. Also hier und da immer mal wieder. Aber es hat gar nicht so einen schweren Einstieg, das Spiel. Es beginnt eigentlich relativ, ja, actiongeladen schon und hört dann auch nicht mehr so auf. Da haben wir einen Sakri-Kristall erhalten. Ich sag einfach Sakri-Kristall, auch wenn es eventuell Sakri-Crystal ausgesprochen werden könnte. Man muss auch generell sagen, es könnte mir passieren, dass ich den einen oder anderen Namen aus Versehen total scheiße ausspreche. Weil als Kind wusste man das nicht. Ich habe ihn damals auch zum Beispiel nicht Wise genannt, sondern Wüse. Voll peinlich. Oder das Geist auf Arcadia hat eben Skies auf Arcadia, weil man wusste es damals nicht besser. Ich war 9 oder 10, als das Spiel rauskam. Da wusste man sowas noch nicht. Von daher entschuldige dies schon mal, falls das passieren sollte. Das könnte passieren. Und da ist wieder der Alfonso, wo auch immer er sich versteckt. Sieh mal an! Die Luftpiraten wollen mein Schiff besuchen! Ich bin Alfonso, der geliebte Sohn von Veljurs angesehenster Familie und Admiral der kaiserlichen Armada. Normalerweise wird Halunken wie euch nie der Genuss zuteil, solche Größe zu begegnen. Schätzt euch glücklich darüber. ja, sicher. Wer ist das Mädchen? Ich hätte nie gedacht, dass sich jemand deines Kalibers auf Entführungen einlässt. Tja, für einen Hook bist du nicht dumm. Ich kann jedoch auch nicht meine Zeit mit dir verschwenden. Ich muss jetzt los. Ich denke, ich werde euch ausraten lassen. Wie es sich für Ungeziefer wie euch gehört. Dispose of them. Weg mit ihnen! Ich liebe es, Alfonso zu sprechen. Dam, 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 dam. Präses. Sehr schön. Dann wollte ich euch noch was zeigen, was man mit den L- und R-Tasten hier machen kann. Man kann nämlich um den Charakter herumgehen. Und bei Alka gibt es da eine sehr schöne Position, mit der man ihr, ja, so ein bisschen, ja, mit der man ihr so ein bisschen nahe kommen kann. Unglaublich schön. Wir kommen auch später noch zu den Waffen, denn die Waffen haben auch nochmal was ganz Besonderes. Man sieht ja schon, Wise hat eine rote Waffe und Alka eine grüne. Man kann insgesamt die Waffenfarbe wechseln, um verschiedene Magie zu lernen. Und es gibt auch Gegner, die einfach gegen eine andere Farbe besser, ja, die gegen einen anderen Gegner halt effektiver ist als eine andere Farbe. Und dann gibt es Farben, die ziehen fast gar nichts ab, wenn du eine Waffe mit einer anderen Farbe hast halt eben. Was gibt es noch zum Kampfsystem zu sagen? Es gibt Gegenangriffe und kritische Treffer. Kritische Treffer hatten wir, glaube ich, gerade schon einmal. Das sind diese besonders starken Angriffe. Und der Gegentreffer ist halt eben, wenn man angegriffen wird, dann kann es sein, dass wir halt eben, ja, zurück angreifen. Mal gucken, ob wir das irgendwann noch sehen. Ich glaube, in dem Part könnte es schwierig werden, das noch zu sehen. Wir hatten jetzt fast genug Spirit Points und ich möchte euch jetzt einfach mal die Spezialattacke zeigen von Wise. Alka hat leider noch gar keine. So, momentan laden wir nur einen Spirit Punkt auf, wenn wir Fokus einsetzen. Das ändert sich später auch noch. Ja, komm, greif mich an. Ist nicht so schlimm. Zum Glück kam jetzt kein Gegenangriff, sonst wäre der tot gewesen. Das wäre nicht so schön. Und da ist der Schwertwirbel. Let's go, machen wir ihn fertig. So, Alka schützt sich, damit sie ihn nicht aus Versehen selber tötet. Sehr schön, 118. Also wenn der jetzt nicht tot ist, ne? Ich glaube, der wird nie wieder aufstehen, der Liebe. That's fine. Oder so ähnlich. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht genau, was sie sagen. Ich glaube, sie sagen, that's fine, aber man kann es, finde ich, nicht ganz verstehen. Level up, sehr schön. Und Alka hat eine grüne Magie erlernt, denn ihr seht jetzt schon, nur grün und rot haben grün geleuchtet. Das liegt daran, dass man nur Magiepunkte bekommt für die Waffen, die in dem Kampf dabei waren. Heißt, später, wenn wir keine gelben Waffen im Kampf einsetzen, kriegen wir auch keine gelbe Magie, die für Elektromagie steht. Ein Wunder, ne? Deswegen muss man da schon ein wenig taktisch umgehen, gerade weil manche Magie dann doch sehr, sehr wirksam ist.
und vor allem auch sehr hilfreich. Sollte man schon irgendwie jede Magie besitzen. Aber das ist jetzt momentan noch nicht ganz machbar, weil wir auch noch gar nicht verschiedene Waffenfarben haben. Momentan haben wir nur grün und rot. Heißt, wir können gar nicht unsere Farben... Ja, wir können unsere Farben halt nur... Warte. In grün und rot wechseln. Wir bleiben aber erstmal bei grün und rot. Das passt eigentlich ganz gut. Oh, ich liebe diese Musik, ne? Das Spiel ist so geil. Oh, es ist so geil. Ich hab das damals so durchgesucht, das war der Wahnsinn. Ich meine, damals als Kind hat man da noch gar nicht so wirklich drauf geachtet. Mir ist dann nach dem zweiten, dritten, vierten Mal durchspielen so viel Neues eingefallen. Aufgefallen vor allem auch. Weil man so als 9 bis 10-Jähriger halt nicht unbedingt auf Dinge geachtet hat, die man später achtet. Deswegen gefällt mir der Humor hier auch ganz gern. Gerade später bei anderen Personen, der dann doch etwas erwachsenerer Humor ist. Den ich damals nie verstanden habe. Was? Wie habt ihr meine Soldaten besiegt? Hey, wenn ihr mein Schiff unbedingt wollt, dann könnt ihr es haben. Ich hole mir ein anderes. Ich habe viel zu tun. Ich habe keine Zeit, mich persönlich mit euch zu befassen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen wollt... Ja, lauf hinterher. Schnell. Warum nicht? Das gibt's ja wohl nicht. Ich lasse den einfach entkommen erstmal. So, hier haben wir jetzt erstmal alles geplündert. Ich werde euch versuchen, so viel zu zeigen aus dem Spiel wie möglich. Ich strebe die 100% an, allerdings ist es schwierig. Kommt jetzt darauf an, was man als 100% versteht. Denn es gibt viele Sektionen, wo man alle Truhen sammeln muss und sonst kann man sie nicht mehr nachholen. Das zähle ich generell nicht als 100%. Wir werden aber alle Entdeckungen machen, die es auf der Weltkarte zu geben, ja, gibt. Werden wir finden, da gibt es glaube ich über 200 Stück. Oder, nee, über 100. Ich weiß, nee, über 150. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall relativ viele Entdeckungen. Und das werden wir definitiv, wenn wir alle Crewmitglieder sammeln. Denn man kann, später hat man sein eigenes Schiff, um so viel mal zu sagen. Und dann kann man seine eigene Crew anheuern. Und es gibt auch so viele, dass man wirklich die Auswahl zwischen Leuten hat. Ne, es ist nicht so, dass man einfach nur pro Position einen hat, sondern man kann wirklich auch auswählen, welche Crewmitglieder man in seinem Team haben will. Und jeder hat eigene Fähigkeiten. Das wird auch noch ziemlich cool. Und ja, ich würde sagen, wir machen hier aber kurz nochmal den Alarm an. Denn ohne Alarm kommen keine Gegner und werden hier jetzt noch kurz 2 Minuten lang 3, 4 Kämpfe bestreiten. Bevor wir nämlich weitergehen, denn dann kommt schon der Boss. Und ich würde mal sagen, der Boss ist doch schon gerade für den Anfang ziemlich schwierig. Weshalb ich ganz gerne eigentlich Level 3 haben wollen würde. Das wäre ganz schön. Und eventuell finden wir auch noch das ein oder andere Objekt nach dem Kampf. Denn Superzüge kann man nur mit bestimmten Gegenständen ja. Ich kann gerade über... Ich hasse erklären übrigens. Ich mag es lieber, wenn sich das Spiel selber erklärt. Muss man wirklich mal so sagen. Ich finde es schwierig, Dinge zu erklären, weil ich immer viel zu viel erzähle, was erst viel später drankommen wird und was ihr euch sowieso nicht merken werdet. Jetzt, zumindest jetzt noch nicht. Aber ja, Superzüge lernt man halt nur mit Objekten. Heißt, die lernen sie nicht nach Level. Heißt, auch mit Level 50 hat Aika zum Beispiel keinen Superzug, wenn ich ihn ihr nicht beibringe. Und das wollen wir ja nicht. Und ich hätte eigentlich ganz gerne den ersten Superzug jetzt eventuell sogar schon. Weil es ist möglich, hier so ein Objekt zu bekommen. Die heißen Moonberry. Und mit diesen Moonberries kann man halt dann das erlernen. Die kriegt man auch hier schon manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Ja, die Schatten konnten sie damals anscheinend noch nicht so schön machen. Die Schatten sind einfach nur ein Kreis, so ein ovaler Kreis. Aber man muss auch sagen, das Spiel ist offiziell, also original für die Dreamcast rausgekommen. Also es ist kein Gamecube-Spiel. Also doch, also Skies of Acadia Legends ist halt eben ein Gamecube-Spiel. Aber die Originalversion Skies of Acadia kam für die Dreamcast raus. Und ja, ist eigentlich genau dasselbe Spiel. Bis auf, dass in der Gamecube-Version die ein oder andere neue Funktionen eingeführt worden sind. Wie extra Kämpfe und extra, wie heißen die Listen nochmal? Kopfgeldlisten. Dann später können wir auch Piraten jagen und uns das Kopfgeld abholen. Und da sind auch nochmal ein paar hinzugefügt worden. Und Aika wird gerade richtig platt gemacht. Das ist nicht nett. Und ja, eigentlich kam es für die Dreamcast raus. Von daher ist es halt eben auch nicht unbedingt Gamecube-Qualität. Obwohl jetzt auf dem... So wie ich es halt spiele, ich habe die Grafik natürlich jetzt hochgeschraubt. Da sieht es eigentlich schon echt gut aus. Also da sieht es wirklich schon Wahnsinn aus. Aber auf dem Gamecube sah es auch gut aus. Generell. Also es war halt eben 2002 oder 2003.
denke, da kann man sowas verkraften. Und ich finde, das sah eigentlich ziemlich gut aus, wenn man sich Spiele ansieht, die nicht ansatzweise so gut aussahen. So, wir haben gleich ein Level Up. Ich glaube, noch einen Kampf. Dann haben wir endlich Level 3. Weil den Boss würde ich ungern mit Level 2 machen. Der hat schon eine Attacke drauf, die kann einen fast die gesamte Lebensenergie abziehen, wenn man nicht vollständig geheilt ist. Aber wenn man vollständig geheilt ist, meine ich natürlich. Und das möchte ich nicht riskieren, dass ich jetzt schon im zweiten Part dann gleich schon ein Game Over habe. Denn die Tode der Charaktere werden hier gezählt. Ja, ich werde versuchen, kein einziges Mal mit einer Person zu sterben. Was gerade später sehr schwierig wird, da es auch Zauber gibt, die instant töten. Also wo man nichts machen kann, wenn der Gegner den Zauber einsetzt und ich getroffen werde und es zählt, dann bin ich tot. Aber ich werde versuchen, nicht zu sterben. Man kann das auch verhindern mit Zauberschutz-Magie quasi, aber das ist schon ziemlich schwierig. Aber ich will ungern sterben, weil es wird später gezählt und dann gibt es auch eine Rangliste, wie oft jemand gestorben ist und wie sehr sie sich dann quasi vertrauen. Das kann man dann später sehen und nachlesen. Deswegen würde ich ungern jemand sterben lassen. So. Kann ich jetzt Level 3 haben, bitte? Die Gegner sind nichts. Die haben nichts drauf. Take this! Oh, ich liebe Aika mit ihrem Boomerang. Ich wollte damals auch mal einen Boomerang haben. Ich fand Boomerange sowieso voll cool. Ich habe mir damals mal auf der Klassenfahrt auch einen geholt. Da waren wir in London und da gab es einen richtig coolen, großen Holzbumerang. Habe ich jetzt Level 3 erhalten eigentlich? Nee, leider noch nicht. Shit. Deswegen fand ich Aikas Bumerang schon immer cool. Das Schöne ist auch, die Waffen verändern sich. Es ist nicht immer dieselbe Waffe, sondern wenn man neue Waffen holt und bekommt, dann ändert sich auch das Aussehen der Waffe. Und jeder Boomerang sieht cool aus. Bis auf einen. Der sieht aus wie ein Thunfisch. Das ist so eine Spaßwaffe, die man hier finden kann. Deswegen fand ich bei Inuyasha Sango auch immer sehr cool. Also Inuyasha kennen eventuell die einen oder anderen. Das ist ein Anime. Und die hat auch so einen riesigen Boomerang. Ich liebe Boomerange. Ich will auch einen haben. Aber bei mir kommen die nie zurück. Bei mir kam der nie zurück. Ich hab den geworfen und da ist nichts passiert. Ich glaube, das funktioniert auch gar nicht. So, könnt ihr mir bitte jetzt Level 3 geben, denn der Part sollte jetzt auch schon so langsam vorbei sein. Ist ein bisschen länger jetzt für den Anfang. Kann man nichts gegen tun. Aber ich denke, zum Anfang ist das auch absolut in Ordnung, mal einen etwas längeren Part zu nehmen. Die anderen Parts werden jetzt um die 15 bis 18 Minuten lang, da ich die Parts nicht zu lange halten will. Weil sonst könnte es eventuell nach einer Weile langweilig werden. Und ich möchte es lieber kurz und knapp haben, damit nicht zu viel passt. Und da war Level 3. Yay. Und seht mal, Aika hat auch die erste rote Magic gelernt. Meine Güte. Na toll, ich bin jetzt komplett auf der anderen Seite. Das heißt, es kommt bestimmt noch irgendein Zufallskampf. Und leider werden auch die Fluchtversuche gezählt. So, ja, du hast den Schalter super berührt. Du warst richtig nah dran. Deswegen versuche ich auch nicht zu flüchten. So, wir speichern nochmal. Und damit würde ich sagen, war es das für den ersten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Spiel hier eine kleine Chance für die ersten, sag ich mal, weiß nicht, guckt euch die ersten 5-6 Parts an und guckt, ob das was für euch ist. Das Spiel fängt zwar ziemlich actionreich an, aber es wird noch geiler. Noch viel, viel geiler. Und deswegen sage ich dann mal, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye!